Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute habe ich einen Schmankerl für euch am Start, denn heute haben wir einen neuen Tier 10 Kreuzer hier im Video. Und zwar die Yuyang. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Habe ich mir selber rausgesucht, weil ich mir dachte, ja, das könnte mal ein Schiff sein, das vielleicht noch nicht so ganz viele auf dem Zettel haben. Und dementsprechend zeige ich euch das jetzt einfach hier mal ein bisschen. Wir haben natürlich so die klassischen Verbrauchsgüter, wie man sieht, das Schadensbegrenzungsteam, Smoke und den Boost. Ansonsten sehen wir jetzt auch gleich mal, wie schnell das Ganze hier ist. Auf jeden Fall bei 5,8 Kilometern geht er auf und ist jetzt hier bei seiner Endgeschwindigkeit bei knapp 38,5 Knoten angekommen. Also das ist schon okay. Will jetzt erstmal für den A-Cap da gehen. Torpedos selber 1 Minute 35 für die Nachladezeit. Wir sehen ja auch selbst die Torpedowerfer. Moment, hier, da. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ein Fünferwerfer hier. Davon hat er in Summe 2 Stück. Also 10 Torpedos kann er hier rumballern. Und jetzt geht er erstmal für den Cap. Die Khabarovsk, die würde er gern befeuert wissen. Wie gesagt, 5,8 Kilometer, dann geht er auf. Da muss er dann also aufpassen. Bis dahin ist alles erstmal gut. Bleibt jetzt ganz am Rand erstmal fast stehen, sogar leicht rückwärts. Khabarovsk zieht sich auf jeden Fall zurück. So leicht am Kartenrand und wir sehen, Torps gehen jetzt hier raus. Das Gute dadurch, dass die Khabarovsk die ganze Zeit offen ist, kann er hier sicher den Cap erobern, braucht auch nur noch 10 Sekunden. So und zack, sein Cap. So und jetzt macht er direkt den Rauch an, um seine Zau zu unterstützen. Sehr gut, wie er das macht. Hat natürlich kurz gewartet mit dem Smoke, dass er da nicht sofort ersichtlich ist, wo er denn herkommt. Aber jetzt hier den Rauch setzen für seinen Mate, macht er gut und hilft ihm damit ordentlich. Und das dafür, dass es ein Random ist, also sehr die Zau meine ich, schön mitgedacht. Jetzt muss die Zau nur davon profitieren und das ausnutzen. Nebelwand gelegt. Da hat auf jeden Fall mal ein Torp getroffen, knapp 11.500 Schaden, beziehungsweise ja, 11.500 plus 500 Flutung, würde ich jetzt mal sagen, müsste es gewesen sein. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Die nächsten Torps sind schon wieder ready. Die Khabarovsk ist da immer noch zu sehen. Dies wäre natürlich schön, wenn die langsam weg wäre. Mal schauen, was die Torps jetzt anrichten können. Die Kurfürst. Ah, jo, einer und zwei. Beide schön frontal mitgenommen. Und jetzt zeigt er uns auch mal, was hier mit seiner Bewaffnung so möglich ist. Wie schnell die auch schießt. Nicht mal 3 Sekunden Reload-Zeit zwischen den Schüssen. 2,7.
Das ist natürlich schon beeindruckend. Und nochmal ein Torpedo, nochmal zwei Torpedotreffer. Ja, läuft für ihn. Jetzt ist er natürlich dementsprechend mit 11,9 Kilometer offen, aber er hat auch 22.000 Hitpoints. Das ist für einen Zerstörer schon gar nicht so wenig. Da kann man auch mal ein bisschen für den Damage gehen. So, und jetzt der nächste Rauch. Und damit kann er weiter ballern. Denn er ist hier nicht der Spottende, also kann er daher gut von profitieren. Jetzt sollte die Kurve schon erledigt sein und damit der erste Kill der Runde und den hat er sich gleich sehen können. So macht das Spaß. Aktuell läuft es sehr gut für sein Team. Der A-Cap ist zwar leider wieder weg. Oh, die Kamerovs da ganz nah. Der A-Cap ist zwar leider wieder weg, aber dafür haben sie die anderen zwei Caps. Das ist schon okay. Aber klar, jetzt geht erstmal die Grüße raus Richtung Khabarovsk. Jetzt schaut er auch da noch, wohin gehen denn die Aale. Aber die kommen nicht schlecht, sieht man ganz rechts. Aber noch ein bisschen zu schnell. Vielleicht kriegt Friedrich der Große da noch einen ab. Jo, einen hat er noch abbekommen, aber leider nur einen. Da war eigentlich fast mehr drin. Friedrich der Große so ein bisschen schneller, wenn er unterwegs gewesen wäre. Hätte er ein paar mehr Grüße bekommen. Aber so hat er das Glück und bekommt nur einen ab. Er probiert es mit den nächsten Torps, die sollten dann der Yamato gelten. Er bleibt hier auch weiterhin noch mit seinen Kanonen am Start. Finde ich sehr sympathisch, wenn man sich eben nicht nur auf die Torps verlässt, sondern auch sagt, jo, ein bisschen mit meinen Kanonen arbeite ich auch noch. Viele Zerstörerkapitäne haben gefühlt das Ganze vergessen, dass es die auch gibt. Er so nicht. So, jetzt hat er auch nochmal da den Rauch gesetzt für seine Yamato. Also finde ich immer sehr schön, wie er hier auch den Rauch für seine Kameraden teilt. Nebelwand gelegt. Und jetzt gibt es den ersten Boost, beziehungsweise einen weiteren. Denn jetzt will er da ein bisschen für Rambazamba sorgen und auch wegkommen, denn er ist aufgedeckt. Und denkt er sich, nee, das tue ich mir nicht an. Mal lieber noch ein paar Tops auf die Reise schicken.
Ja, die Torps könnten vernünftig kommen. Aktuell bei 121.000, da will er natürlich noch ein bisschen mehr Damage sich schnabulieren. Die Yamato bekommt da schon mal einen. Da noch der zweite, der da sitzt. Oh! Da macht's kam. Wumm! Tschüss, Friedrich der Große. Und nochmal einer, der auf die Monarch da hinten rein trifft. Das war eine schöne Salve. Und mit dem richtig großen Wumms hat es natürlich am meisten Spaß gemacht. Ja, auf C, da ist der Gegner mal dran zu cappen, aber die Zau, die hat ja gar nichts mehr. Noch 2700 HP. Jetzt geht er zwar auf, aber es ist ihm natürlich egal, da geht er jetzt für. A, die Cap und B, ist das natürlich ein schönes Ziel. Ja, die letzten gingen leider da jetzt in die Insel. Da waren es jetzt so in etwa 700 Schaden, was er gemacht hat. Jetzt soll die Zau aber final weggemacht werden. Aber wieder auch im Hintergrund die Torpedotreffer und jetzt auch noch der Decap. Also wenn jemand aktiv und fleißig ist, dann er. Und damit auch hier den Punkt noch gehalten und sein Team weiter im Spiel gehalten. Denn zwei Caps können ihnen, haben zwar ein Schiff weniger, aber bis dato schaut es ganz vernünftig aus. Jetzt muss er natürlich wieder auf die andere Seite. Da sind nämlich noch die meisten der Gegner, beziehungsweise alle. Und dementsprechend wollen da auch noch ein paar Aale abgefeuert werden. Unser Sieg ist in Sicht. Da ist er auch, die Yamato, mit in Anführungszeichen nur noch 13.000 HP unterwegs. Klar geht er jetzt dafür, nicht um die 13.000 HP komplett wegzusnacken, aber ein schöner Brand, das wird dann schon mal noch für ordentlich Spannung sorgen. Und da hat ein Torpedo getroffen. Die Atago hat es da mal ganz schnell dahin gerafft. Und jetzt sind es noch 2 gegen 4 Schiffe. Er bleibt da auf der Yamato drauf. Die nächsten Torps hier Richtung Yamato, die hier treffen. Noch 100 HP heilt dagegen, aber die Benson hat es da jetzt final gemacht. Und ja, ticketsmäßig schaut es super aus. Also, dahingehend ist sein Team sehr, sehr stark dabei.
aktiviert. Jetzt will er erstmal wieder ein Stück. Oh, er fährt in die Richtung vor der Edinburgh. Sehr interessant, aber sie brauchen jetzt auch nur noch 60 Tickets. Damit kann ich mich jetzt schon mal langsam, aber sicher für diese Runde bedanken. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Beziehungsweise, na, dauert ein bisschen, dauert sie noch, sehe ich gerade. Aber ich hoffe, sie hat euch gefallen, weil ein anderes Schiff auch hier zu sehen, also auch das ist mir wichtig. Denkt dran, es ist ein neuer Patch draußen und mit dem neuen Patch gehen natürlich auch ein paar Probleme mit alten Versionen einher. Also alle, die ein Replay geschickt haben und die das jetzt noch nicht gezeigt bekommen haben, ich kann es auch leider nicht mehr zeigen, denn ich kann es nicht mehr abspielen. Ansonsten schickt mir aber gerne aus der Version 7.0 eure Replays, denn auch die brauche ich, um die zu zeigen und euch natürlich hier featuren zu können, sage ich einfach mal. Jetzt sind es noch 30 Tickets, klar, sie holen sich jetzt den B-Cap, aber den C-Cap, den haben sie noch. Und dementsprechend, da muss es jetzt schon wirklich noch mit einer Versenkung einhergehen. Auf jeden Fall gehen da einige Torps Richtung Gegner raus. Und jetzt mit noch 18 Tickets ist das Thema so gut wie beendet. Ja, damit sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr hier gezeigt werden wollt, schickt mir eure Replays an die in der Videobeschreibung angegebene E-Mail-Adresse. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin sehr geile Gefechte. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.